Anne T. Mit Anfang 20 steigt sie ein ins Milliardenspiel. Ein Leben in Luxus ist der Lohn für ihre Arbeit als Investmentbankerin bei einer großen deutschen Bank. Hochriskante Geschäfte sind ihr Alltag. Was sie treibt, ist die Gier. Letztlich drehte sich alles nur ums große Geld. Es gab kaum Grenzen. Alles läuft mit einer sehr, sehr hohen Taktzahl. Ich konnte mit einem falsch gesetzten Komma oder mit einem falschen Mausklick Millionen verlieren. Banker reden nicht gern über Geld, schon gar nicht, wenn sie es verzockt haben. Auch Anne T. will anonym bleiben. Eine Schauspielerin übernimmt ihre Rolle. Aber wenn man einen großen Deal macht, dann hat das schon auch was Orgiastisches. Auf jeden Fall ist es ein sehr geiles Gefühl. Anne T. ist keine kleine Bankangestellte. Sie dreht das ganz große Rad. Ich habe mit institutionellen Kunden gearbeitet, großen Geld- und Vermögensverwaltern, die teilweise mehrere Milliarden anlegen. Das können Versicherer sein, aber auch Rentenkassen, Pensionskassen. Letzten Endes legt ja jeder Geld an. Das sammelt sich an vielen Stellen in großen Summen. Ja, und die wurden natürlich auch unter anderem von Leuten wie mir betreut. Frauen sind eine Seltenheit im Handelsraum einer Bank, dem Arbeitsplatz von Anne T. Mitte der 90er bauen viele deutsche Banken ihre Investmentabteilungen aus. Kaufen und verkaufen im Sekundentakt. Solche Transaktionen versprechen riesige Gewinne, nicht zu vergleichen mit herkömmlichen Kreditgeschäften. Du musst 4 Millionen verdienen, du musst 6 Millionen verdienen, du musst 8 Millionen verdienen. Da entsteht ein unheimlicher Druck und ein unglaublicher Konkurrenzkampf. Jeden Tag konnte ich sehen, so viel hat der links oder rechts von mir verdient. Und wer schlecht verdient hat, wer schlecht gehandelt hat, der galt als Verlierer. Anne T. hat mehr als gut verdient. Im Jahr um die 4 Millionen Euro. Frankfurt Anfang 2000. Deutschland ist vielen Banken zu klein geworden, ihr Renditehunger zu groß. Sie wollen endlich im großen Stil an den internationalen Kapitalmärkten mitmischen. Und die Politik ebnet den Weg. Wir haben uns bei der Neuregelung für Hedgefonds bewusst für einen sehr liberalen Ansatz entschieden. Kreditinstituten soll es erleichtert werden, Kreditforderungen und Risiken aus Kreditgeschäften in Deutschland zu verbriefen und am Kapitalmarkt zu refinanzieren. Durch dieses neue Wertpapiersegment erhält der Finanzplatz Deutschland einen wichtigen Impuls. Das Milliardenspiel beginnt. Warnungen werden ignoriert. Ich war in einer großen Veranstaltung in Frankfurt mal ausgelacht worden, als ich sagte, die Sparkassen werden das nicht machen. Ist nicht solide, hält auf Dauer nicht. Aber der Zeitgeist war ein anderer. Man glaubte, mit immer mehr Geld rund um die Welt zu senden, könne man immer noch mehr verdienen. Goldene Zeiten für die Frankfurter Bankenszene. Anne T. und Kollegen erfinden immer neue Wege, mit Spekulationen Geld zu machen. Die Bank wird zum Spielcasino. Man wettet darauf, dass ein bestimmtes Ereignis in der Zukunft eintritt oder nicht. Das kann das Fallen oder Steigen eines Aktienkurses sein. Das kann die Entwicklung der Inflation sein. Das kann die Entwicklung der Zinsen sein. Es gibt Wetten auf Öl, auf andere Rohstoffe, auf Kreditrisiken, letzten Endes auf alles, was sich bewegt. Da wird mit Milliardensummen spekuliert.
Grete Zander wollte nie spekulieren. Die 68-jährige Hamburgerin leidet unter einer schweren Stoffwechselkrankheit. Sie weiß, dass sie bald auf Pflege angewiesen ist und die kostet Geld. Viel Geld. Ich bin ganz sicher, dass ich irgendwann einmal ein Pflegefall sein werde. Und ich brauche das Geld dann. Das ist das, was für mich, was ich zurückgelegt habe für diesen Tag X, der dann wahrscheinlich kommen wird. Ihr ganzes Gespartes hat sie der Dresdner Bank anvertraut. Bloß kein Risiko. Doch dann macht die Beraterbank ein Angebot. Ich war zu Hause. Und es klingelt das Telefon und meine Dame von der Dresdner Bank Hannover sagte mir, Frau Zander, Sie müssen unbedingt Ihre Anlage wechseln. Ich habe ganz was Tolles für Sie. Das ist ganz was Besonderes und Sie morgen, es ist das Letzte und Sie müssen sich sofort am Telefon hier entscheiden. Diese Frau hat mich einfach so überredet und so in ihrer Gewalt gehabt, dass ich dann sagte, ja, wenn Sie das sagen, ich vertraue Ihnen. Ich hab ihr vertraut. So besitzt Grete Zander Zertifikate und Aktienfonds. Hochriskante Anlagen. Sie macht mit beim Milliardenspiel, ohne es zu wollen. Ich brauche nicht diese hohen Dividende, die man denn vielleicht bekommt, habe ich nie bekommen und hat mich auch nicht so interessiert, weil ich in Ruhe schlafen möchte. Einfach nur gut aufgehoben und damit ist gut, aber nicht irgendwelche Glücksspiele. Doch einfach nur sparen ist altmodisch geworden. Die Banken machen aus ihren Kunden Anleger auf dem internationalen Kapitalmarkt. Eine unvorstellbare Menge Geld sucht weltweit nach Anlagemöglichkeiten. Nennen wir das Ganze den globalen Geldtopf. Darin all das Geld, das Menschen überall auf der Welt ausgeben. Für einen Sack voll Reis, ein Auto oder Schmuck. Viel wichtiger aber das Geld aus Sparbüchern, Renten, Versicherungen. Im Jahr 2000 liegen in diesem globalen Geldtopf rund 36.000 Milliarden Dollar. Doch die Zeiten sind schlecht für Investmentbanker, denn an den Börsen der Welt geht es bergab. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 droht der Welt eine Finanzkrise. US-Zentralbankchef Greenspan will die Wirtschaft ankurbeln, senkt die Zinsen auf 1%, macht das Geld noch billiger. 70.000 Milliarden Dollar sind nun im Umlauf. Doch wohin mit dem vielen Geld? Die Investoren entdecken den boomenden Häusermarkt in Amerika. Sie glauben an hohe Gewinne bei geringem Risiko. Also investieren sie in US-Hypothekendarlehen. Massenhaft. Die Globalisierung ist am stärksten im Kapitalmarkt durchgeführt worden. Und jeder versuchte, die Anlagen zu suchen, die ihm die meiste Rendite versprach. Und die Renditen in Amerika waren sehr viel besser als die Finanzierung eines Häuslebaus in Stuttgart oder in München. Es war abzusehen, dass es sich um hochrisikoreiche Geschäfte handelt, deshalb, weil die Risikoprämie, sprich die Renditen, die man erzielen konnte, entsprechend hoch waren. Eine Binsenweisheit ist es aber, eine entsprechende Rendite ohne Risiko, das man eingeht, gibt es nicht. Deswegen musste allen Marktspielern klar sein, was man auch hier an Gefahren einkaufte. Gefahren sieht auch die Große Koalition nicht. Im Herbst 2005 gibt sie dem Kapital noch mehr Freiheiten. Der Koalitionsvertrag legt fest, zur Stärkung des Finanzplatzes Deutschland überflüssige Regulierungen abbauen. Im Sommer 2007 lädt die SPD Josef Ackermann ins Willy-Brandt-Haus ein. Der Chef der Deutschen Bank kommt gern. Er lobt die Genossen für ihre moderne Finanzmarktpolitik. Ackermann gibt sich optimistisch. Die Finanzmärkte sind viel stabiler geworden. Risikokapital, Hedgefonds, Derivate und Verbriefungen. Gut für Deutschland. Ein Bankensystem, das sich ganz von seinem ursprünglichen Zweck entfernt. Eben Anleger spielt und nicht
denjenigen, der die Geld- und Kreditversorgung macht. Das ist hochgefährdet. Aber haben alle mehr oder minder gewusst. Politik und Hochfinanz Seite an Seite.